Tobias Huch hat in seinem Stream über mich gesprochen. Was er so über mich gesagt hat, das schauen wir uns mal an. Wir hatten uns ja letztes Mal schon einen Ausschnitt angesehen, wo er mich als rechts beschimpft hat. Also wie er dazu gekommen ist, keine Ahnung. Begründet hat er das nicht. Aber er hat tatsächlich noch wesentlich mehr zu mir gesagt. Der Kontext der Auseinandersetzung ist, dass Tobias Huch eine Auseinandersetzung mit Maximilian Pütz hatte. Und Salami macht gerade ein Video, das die Sperrung von Pütz thematisiert und Huch reagiert darauf. Naja, und Maximilian Pütz, der hatte ein Video von mir geteilt, hatte sich auch durchaus freundlich über mich geäußert und Huch erzählt in diesem Kontext jetzt auch etwas über mich. Also mit anderen Worten, ich kann es, ohne die Videos gesehen zu haben, falls es sie überhaupt gibt, überhaupt nicht bewerten. Aber Salami, ich bin doch daran schuld. Der Maxal ist jetzt so angefressen, dass er mir die Schuld dafür gibt. Ja, vielleicht für den Kontext. Maximilian Pütz wurde wegen Nacktheit und Sex oder irgend sowas gebannt. Also ein ziemlich lächerlicher Vorwand, unter dem YouTube ihn da gebannt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr den Kanal von Maximilian Pütz kanntet. Das waren ganz normale Meinungsblogs, die da hochgeladen wurden. Also nichts mit Nacktheit und Sex, also was ihm da vorgeworfen wurde. Eigentlich ziemlich albern, wie ich finde. Hat er auch hier mit diesem Schwurbelbraun da irgendwie kooperativ darauf hingewiesen. Es ist einfach, ich bin's. Ja, mit diesem Schwurbelbraun da. Damit bin ich gemeint. Also laut Tobias Huch bin ich jetzt ein Schwurbelbrauner. Wie Tobias Huch darauf kommt, keine Ahnung. Das kann er selbst uns wahrscheinlich am besten erklären. Da wäre ich mal gespannt, wie er auf diesen Vorwurf kommt. Also das ist jetzt natürlich schon wieder dieser Vorwurf, ich sei rechts, nur jetzt halt mit einem sehr viel diffamatorischen Ausdruck versehen. Der böse Huch, der Asoziale. Ich bin auch ganz ehrlich mit euch, YouTube ist ohne seine zum Teil klaren Fake News, Hetze und Populismus ein deutlich besserer Ort. Er hat wirklich Hass verbreitet und seinen Hass auch gegen unschuldige Einzelpersonen gerichtet. Er hat wie zum Beispiel gegen mich. Menschen aufgestachelt, Rechtsextremisten und Nazis verteidigt und. Auf der anderen Seite spiegelt er natürlich auch einen Teil der Gesellschaft wider. Und sein Zuspruch von 90.000 Menschen kam ja auch nicht von irgendwoher. Ich bin für Meinungsvielfalt und gegen Verbotskulturen. Und ganz, ganz klar auch für den Austausch von verschiedenen Personen auch mit unterschiedlichen Meinungen. Also nein, ich springe nicht im Kreis und freue mich, hahaha, der Maxi ist gebannt. Es ist hier muss ich Salami zustimmen. Ich bin auch für Meinungsvielfalt, für Pluralismus und deswegen verurteile ich es auch absolut, dass Maximilian Pütz gebannt wurde. Also ich bin auch anderer Meinung wie Maximilian Pütz. Ich hatte ihn ja auch schon bei mir zu Gast. Wir haben sachlich diskutiert. Er ist ein Libertärer. Ich bin nicht libertär. Überraschung, ich bin für eine eher linke Wirtschaftspolitik. Aber man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Man sollte trotzdem niemals dafür plädieren, andere Leute sperren zu lassen. Das ist eine ziemlich schwierige Sache. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Die meisten werden jetzt schreiben, ja, YouTube ist ein besserer Ort ohne ihn. Und da stimme ich auch zu. Andererseits ist... Ja, und das ist ein totalitäres Denken. Also jetzt nicht zu sagen, YouTube ist ein besserer Ort, sondern YouTube ist ein besserer Ort ohne ihn und deswegen sollte er gebannt werden. Also ihr könnt nicht einfach so Meinungen, weil sie aus eurer moralischen Sicht her falsch sind, aus dem Diskurs ausschließen wollen. Also wozu führt das? Das führt dazu, dass ihr nur noch Meinungen im Diskurs vertreten sehen wollt, die euch wohlgesonnen sind, was wirklich jeden demokratischen Diskurs unmöglich macht. Also sowas verunmöglicht tatsächlich Demokratie. YouTube ein deutlich besserer Ort ohne sehr, sehr viele Leute. Und da sollte man sich halt fragen, spiegelt dann YouTube immer noch so die Gesellschaft wider, wenn halt bestimmte Leute gebannt werden oder nicht? Ist halt wirklich eine ziemlich krasse Metafrage. Also es geht hier schon ein bisschen tiefer als nur, ist ein Maximilian Pütz jetzt gerechtfertigt gebannt oder nicht? Entscheidet ihr es, schreibt es in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Allerdings... Ja. Es hat sich eine beschwert, weil ich gesagt habe, brauner. Bei manchen Leuten... Ja. Solche diffamatorischen Begriffe, die da beschweren sich Leute, wenn du die gegen mich verwendest. Da scheinen wohl noch vernünftige Zuschauer in deinem Chat zu sein, die noch nicht gebannt sind. Also da haben die Mods noch einiges an Arbeit vor sich. Leuten kann man nicht mehr unterscheiden, ob sie links oder rechts sind. Ihre Meinung ist einfach scheiße. Schuja, dankeschön. Sie nennen sich dann links. Ja, also ihr habt es gehört, bei manchen Leuten, also redet gerade über mich, da kann man nicht entscheiden, ob sie links oder rechts sind. Die Meinung ist einfach scheiße. Ich habe zum Beispiel Tobias Huch kritisiert, deswegen ist meine Meinung leider einfach scheiße. Ist leider so. Aber Ende sind sie doch eine Pipeline nach rechts. Shuyoka nennt sich auch links, aber ist eine Pipeline nach rechts.
noch. Das ist ja krass. Er wirft Mehl jetzt vor, eine Pipeline nach rechts zu sein. Wie er das begründet, kann er, also sagt er nicht, ist schade. Er hat mir vorhin noch vorgeworfen, ich sei rechts. Jetzt sagt er, ich würde mich links nennen und seine Pipeline nach rechts. Mishoyoka, mit der ich nun wirklich gar nichts zu tun habe. Naja, und wo wir schon bei diesem Links-Rechts-Thema sind, er wird noch gleich was zum BSW sagen, was da, glaube ich, sehr erhellend ist. Das schauen wir uns nämlich an. Er wird das BSW nämlich AfD-Light nennen. Also das finde ich auch ziemlich interessant. Aber ja, nochmal zu diesem Links-Rechts-Thema. Also ich unterstütze beispielsweise jetzt mal außenpolitisch nicht die rechtsradikale israelische Regierung, die in Gaza ganz viele Zivilisten umbringt. Also da bin ich auf jeden Fall nicht auf Seiten der Rechtsradikalen. Es soll ja Leute auf Twitch geben, die unterstützen diese rechtsradikale Regierung. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die stehen doch meiner Ansicht nach deutlich, deutlich rechts von mir. Wäre jetzt nur meine Analyse. Oder es gibt Leute, die befürworten eine Wirtschaftspolitik, die Reiche reicher macht und Arme ärmer. Also eine Wirtschaftspolitik, wie sie die FDP vertritt. Die sind sogar Mitglied in der FDP. Also die würde ich auch eher rechts von mir verorten, solche Leute. Naja, oder es gibt Leute, die wollen Waffen an die Ukraine liefern und diesen Krieg immer weiter anheizen und uns ja in Feindschaft zu Russland bringen damit. Also die wollen nicht diesen Krieg friedlich lösen, sondern die wollen ihn durch Waffenlieferung immer weiter anheizen. Also auch bei denen würde ich sagen, die stehen deutlich, deutlich rechts von mir. Zumal die Ukraine, also ich brauche jetzt nicht über den Ukraine-Krieg viel zu reden, aber zumal es in der Ukraine vor allem um die Verteidigung geopolitischer Interessen geht, um die Verteidigung von westlichen Kapitalinteressen und all das ist meiner Meinung nach deutlich rechts von mir. Also sowohl die Unterstützung des rechten autoritären Regimes in der Ukraine als auch die Unterstützung der rechtsradikalen israelischen Regierung als auch die Forderung nach einer Wirtschaftspolitik, die Reiche reicher macht, all das steht deutlich rechts von mir und all das vertrete ich nicht. Es gibt Leute, die vertreten sowas. Manche sind sogar Mitglied in der FDP und manche streamen sogar auf Twitch. Aber das nur am Rande zu diesem Thema. Der Huch ist genauso asozial. Ich brauche das dringend. Rentenidee. Keine Ahnung. Ja, in seinem Chat wird gerade dagegen geschossen, dass die Ampel immerhin das Rentenniveau stabilisieren will. Auch sehr, sehr links an der Stelle. Gegen mehr Geld für Rentner zu schießen, na, das ist jetzt sein Chat. Das möchte ich Ihnen an der Stelle mal nicht zum Vorwurf machen. 500 Milliarden bis 2045, das ist doch nichts. Das ist ein Bundeshaushalt. Was hältst du von BSW? Das ist AfD in Leid. Ja, BSW ist AfD in Leid. Die Aussage wollte ich euch noch zeigen. BSW ist AfD in Leid. Das heißt, Tobias Hoch greift hier nicht nur mich frontal an, sondern auch das BSW. Wir hatten das ja auch bei seinen Angriffen auf Fabio De Masi gesehen. Also Fabio De Masi hat völlig legitime Kritik an ihm geäußert dafür, dass er vor einiger Zeit in der jüdischen Allgemeinen einen ziemlich, ziemlich problematischen Artikel über die kollektive Verantwortung der Zivilisten in Gaza geschrieben hat. Also wie gesagt, ich kann nichts daran beanstanden, was Fabio De Masi da kritisiert hat. Ich habe da auch schon einige Videos zu gemacht. Und Hoch fragt sofort, was treibt Fabio De Masi? Ist auf politisch Andersdenkende, Antisemitismus und haut dann 10 Tweets zu dem Thema raus. Also es ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, wie wenig Anstand Tobias Hoch gegenüber politisch Andersdenkenden hat. Sei es jetzt gegenüber Fabio De Masi oder an der Stelle gegenüber Maximilian Pütz, über den er sich in diesem Stream andauernd lustig macht, nachdem ihm sein YouTube-Kanal gesperrt wurde. Also man sollte doch zumindest gegenüber Leuten mit einer anderen Meinung so viel Anstand mitbringen, dass man nicht noch auf sie einhaut, wenn ihnen gerade offensichtliches Unrecht widerfahren ist. Naja, und wie gesagt, was bei Fabio De Masi los war, das hatte ich ja damals schon zu Genüge kritisiert, aber mich wundert wirklich diese Fähigkeit auszuteilen, also wirklich ganz viele Tweets mit den heftigsten Vorwürfen rauszuhauen, im Stream die heftigsten Sachen zu erzählen, das hat er ja gerade gegenüber mir gemacht, er hatte die Aussage vorhin gesehen, jetzt gegenüber dem BSW, also er schießt andauernd gegen andere Leute. Und auf der anderen Seite steht dem eine
fast nicht vorhandene Fähigkeit gegenüber einzustecken. Also man könnte sagen, Tobias Hoch kann austeilen wie Harry McCain und einstecken wie Neymar. Es ist eine ungute Mischung, die, wie ich finde, einem ja mittlerweile doch schon etwas älteren Politiker nicht gut zu Gesicht steht. Aber das möchte ich an der Stelle nicht weiter kommentieren. Naja, war auf jeden Fall interessant, sich diese Aussagen von Tobias Hoch hier nochmal anzusehen. Das ist quasi eine Nachreichung zu den Aussagen, die ich vorhin schon kritisiert hatte. Das ist aus dem gleichen Stream, den ich mir vorhin schon angeschaut hatte. Aber ja, das war jetzt zu lang für ein Video, deswegen gibt es hier dieses Gesonderte. In dem Sinne, macht euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Mal.